zu sagen. Okay, hier sind die zwei gewesen. Dann ist, glaube ich, auf der einen Seite noch einer, wo wir gerade geflüchtet sind. Yeah. Yeah. Und ha, ha, ha. Ich habe ihn ausgetrickst. Guck dann jetzt schnell weg hier. Nimm doch den im Rollstuhl. Okay. Ich probier's mal in dieser Richtung. Ja, ich bin mal total in der Sackgasse gelaufen. Vielleicht hier durch. Da, wo dieser Kollege herkam. Vielleicht ist hier die letzte Sicherung. Ist das wieder eine Batterie? Batterie. Jawohl. Alter, von 1 auf 6. Das freut mich sehr. Alter. Okay, hier ist die letzte. Da hängt einer ab. Den lassen wir mal hier liegen. Drive in the nails. Na gut. Okay, aber normalerweise ist es doch hier direkt in der Nähe. Da. Geht das? Nein, das geht nicht. Okay. Einen kurzen Abstecher hier rein. Okay. Okay, 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 okay. Ja, und jetzt weg von mir. Okay, die dritte Sicherung ist da. Ich hoffe, der ist jetzt weit genug weg. Ich mache jetzt einfach mal ein bisschen langsamer hier. Die dritte Sicherung. Komm, geh auf, geh auf, geh auf! Nein! Geh da durch! Geh doch da durch! Wieso gehst du da nicht durch? Wieso bleib ich da hängen? Nein! Nein, 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 nein! Oh Mann, mir ist die Batterie ausgegangen. Ich weiß gerade nicht, wo ich bin. Ich bin einfach geflüchtet. Alter, war das. Das war auch wirklich knapp. Oha. Oha. Wo ist er jetzt hin? Und vor allem, wo ist der Schlüssel hin? Okay, das bedeutet wohl, ich muss wieder runter. Okay, ich muss mal kurz was trinken. Das muss kurz sein. Ach, so, neue Energie. Sozusagen. Schleichwerbung aus. Die Frage ist nur, hat hier nicht was batterietechnisch geleuchtet? Nein. Wie bin ich hier rauf gekommen? Wie war denn der Weg nochmal? Vielleicht hier? Nein, das war's nicht. Okay, so auch nicht. Nee, nee, nee. Ich glaube, hier laufe ich nur gegen eine Sackgasse. Ja, übelst! Ich weiß es nicht. Aber ich hab's überlebt. Ich freue mich. Vielleicht hier? Ah, hier wird eine Treppe angezeigt. Okay, vielleicht hier drüber. Und hier irgendwo nach unten. Ich muss ja noch... Hier. Okay, hier hin. Noch weiter runter? Nee, ich hoffe nicht. Irgendwo hier muss der doch gelandet sein, oder nicht? Hm. Bei ihm hier vielleicht? Nein, das ist nur eine Batterie. Egal, Batterie ist gut.
hier irgendwo. Es muss doch hier irgendwo. Vielleicht in der Wäsche. In der Wäsche. Mann, du hast es mir aber nicht leicht gemacht, ne? Schlüssel? Schlüssel für den zweiten Stock, okay. Und mir geht weiter in die Batterie aus. Was war das? Das geht. Alter, wieso sind da so viele? Oh nein! Nein, 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 nein! Au! Au, au, au! Okay, da kann ich nichts zumachen. Ja. Kommt mir da hinterher? Ich glaube nicht. Oha. Boah, ist das hell. Okay. Wo kam denn der Kollege jetzt auf einmal her? Follow the blood. Wieso möchtest du unbedingt den Hinweisen dieses Geistlichen verfolgen? Es geht nicht in meinen Kopf rein. Oh Mann. Okay, wir wollen auf jeden Fall nicht nach unten. Hier gibt es wohl nichts. Nein. Ein Häftling mit einem Walkie-Talkie. Das ist irgendwie unpassend. Entschuldigt. Okay. Ja, ich folge der Blutspur. Ich folge ihr. Oh, ich wette, dass es zusammenbricht. Ah, gut. Es ist nicht zusammengebrochen. Nichts. Scheiße, und es ist doch zusammengebrochen. Boah. Geh weg, Fall Rider. Du bist tot. Nein, das wollte ich jetzt gerade nicht. Raper. Okay. Hätte ich dem vielleicht folgen sollen, dem Wallrider? Jetzt bin ich hier runtergefallen, weiß nicht wohin. Vielleicht hier nach oben, eventuell. Ja. Das war sehr gut. Hallöchen, ich grüße dich. Auch dir willkommen bei Outlast. Mit dem verrückten Reporter. Im Irrenhaus. Ah, jetzt wäre ich fast wieder runtergefallen. Okay. So, haben wir jetzt mal das Ende der Blutspur erreicht. Alter, jetzt ist es mal wieder dunkel. Nein, 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 nein. Ich erschreck mich nicht. Ich erschreck mich nicht. Ich bin unerschreckbar. Na gut, das war gelogen. Okay, du hast mir einen Rosengarten versprochen. Auszug aus dem Tagebuch von Shirley Peirce, Patientin in der Mount Massive Nervenklinik, 1952 bis 1964. Wieso kann ich mich nicht erinnern, woher die Schnitte kamen? Entschuldigung. Sie sind so schmerzhaft, selbst Tage später noch. Dr. Newhouse sagt, dass ich selbst schuld bin, weil ich die Hypnotherapie im Unterbewusstsein ablehne. Aber ich möchte doch so sehr, dass es mir besser geht. Ich verstehe nicht, wie ich mir das selbst zugefügt haben kann. Dr. Newhouse sagt, dass diese eine andere Form meiner Schlafzimmerhysterie sei. Armer Bruce, wegen mir muss er so sehr leiden. Ich habe versucht, Mrs. Jackson vorsichtig zu fragen, ob sie ähnliche Probleme mit ihrem Mann hatte, aber sie lehnt ab, darüber zu sprechen. Ihr Mann hat ebenfalls Trost bei einer jüngeren Frau gefunden. Ich weiß, dass es die Ärzte nur gut mit mir meinen und mit Hilfe der Männer von der Regierung, die jetzt die Belegschaft verstärken, befinde ich mich in den besten Händen. Ich sollte meine Tabletten nehmen und schlafen und heute Nacht auf angenehme Träume hoffen. Hey, Joel Messi, ich grüße. Ah ja, okay. Also war die Frau auch drin, oder wie? Vom Billy, von dem haben wir doch auch eine Akte gefunden.
Irgendwie erschließt mir hier der Zusammenhang noch nicht so ganz, ehrlich gesagt. Wie, was, wo passiert es? Und mit wem und warum eigentlich? Jetzt geht hier wieder die Munition aus. Schnell nachladen. Okay. So, nee, da kam ich natürlich her. Die Frage ist, wohin? Dieser Raum ist doch geschlossen. Ja, einfach mal geradeaus. Aber hier ist auch geschlossen. Ja. Da hat es geklimpert. Dem Klimpern gehen wir mal später nach. Hallöchen zusammen. Krandelbart, ich grüße dich. Ein bisschen Outlast spielen. Und dabei verrückt werden. Also der Charakter zumindest. Alter. Lügen. Ich erkenne die Handschrift. Vater Martin hat hier einen Mann umgebracht. Sind die Lügen, von denen er spricht, die fehlenden Akten aus diesen Kisten? Die Fakten, die Unterlagen? Sieht nach Regierungsdokumenten aus, mindestens 30 Jahre alt, wahrscheinlich sogar älter. Ich muss an McCultra CIA denken. Bewusstseinskontrolle, das Summen hört nicht auf. Oh je, ich glaube, das Summen wird nicht mehr aufhören. Grandelbart 98. Warum 98? Hey, 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 ich grüße dich. Willkommen bei Outlast. Mit dem verrückten Protagonisten. Okay. Ach, was soll's. Scheiße. Ach, von wegen, was soll's. Boah, geht weg von mir. Geht weg, geht weg, geht weg. Ich laufe gerade, glaube ich, übelst in die falsche Richtung. Nein, doch nicht. Muss ich da jetzt rein oder? Nein, muss ich nicht. Oder doch, aber erstmal weg von dem. Ja. Geht weg. Aha. Nein, verdammt. Okay, er ist weg. Ich bin immer noch hinter mir. Der hat mir sogar hier diesen Pfeil aufgemalt. Netterweise. Wieso willst du immer noch den Priester treffen? Der hat dich voll in die Arme von diesen zwei nackten Eierschälen reingelaufen, reinlaufen lassen. Okay. Aber wir müssten eigentlich bald da sein. Wo? Okay, einmal hier. Einmal rüber. Was? Nein, ich hab was verpasst. Hat da gerade jemand was gesagt? Ich glaube schon. Okay. Oh Mann. Kannst du was trinken? Oha. Boah, komme ich darüber? Ich wage kaum zu springen. Oh. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Meine Waffe. Nein. Meine Finger. Na toll. Ich muss ja eigentlich schon fast nach unten das Ding wiederholen, weil so komme ich nicht weiter. Ja, steht sogar dran, okay. Mein Camcorder. Mein guter Camcorder. Der war bestimmt von Canon. Okay. Also muss ich noch weiter nach unten. Oh, toll, ich werde mich niemals im Leben zurechtfinden können. Ja, eine Batterie ohne Camcorder. Ist das was?